Zugegeben, im Hafen ist so ein Trimaran wie der Corsair 31 nicht das praktischste Sportboot mit seinen 6,80 Meter Breite. Und das ist im Vergleich zu anderen 10 Meter Tris noch schmal. Der eigentliche Vorteil zeigt sich aber, sobald man die Hafeneinfahrt hinter sich gelassen hat. Denn mit den 60 Quadratmetern der Amwindbesegelung kommt der Corsair 31 auch bei schwachen 2 bis 3 Beaufort richtig in die Gänge. Mit 7,5 Knoten bei 40 Grad am Wind kann man jetzt aber auch wirklich jeden Einrumpfer in die Tasche stecken. Unter Gennaka sprintet der US-Amerikaner in Spitzen bis auf 13 Knoten. Das Geheimnis dieser Leichtwindrakete könnte im geringen Gewicht liegen. Der Corsair soll laut Werftangaben bei 31 Fuß gerade einmal 1,75 Tonnen wiegen. Allerdings belegen Wiegeprotokolle zum Texel-Rating des niederländischen Trimaran-Clubs ein durchweg höheres Gewicht, nämlich bis zu 2300 Kilo für einen segelfertigen Corsair ohne Ausrüstung. Dass Werftangaben eher untertrieben sind, ist ein bekanntes Problem, das übrigens auf die Mehrzahl der Trailerboote zutrifft. Auch wenn das Design des Corsair schon etwas in die Jahre gekommen ist, den Segelspaß mindert das nicht. Und auch die Ausstattung an Deck lässt kaum Wünsche offen. Unter Deck allerdings schlägt dann die Ernüchterung zu. Bei Corsair Marine klebt man anstelle von Wegerung oder Innenschale einfach Teppich an die Wände. Ein echtes Wohlgefühl will hier nicht aufkommen. Das geräumige Bad im Vorschiff ist allerdings eine gute Lösung. Das bekommt, wer die Layout-Variante Ultimate Cruiser wählt. Dazu gibt es dann die Doppelkoje in einer Achterkammer. In einer anderen Variante namens Cruiser Racer gibt es den Corsair aber auch klassisch mit Doppelkoje im Vorschiff. Unterdeck für Fans, Überdeck ganz sicher etwas für alle Speed-Junkies unter den Seglern. Robust scheint er außerdem zu sein. Immerhin hat der norwegische Abenteurer Börje Osland mit einem Corsair 31 2010 einmal die Arktis umrundet. Und mit einem Argument punktet der Amerikaner deutlich. Klappt man die Schwimmer an, ist der Tri nur noch 2,50 Meter breit und damit voll Straßentrailer tauglich. Das bietet die Konkurrenz nicht. Und auch der Preis ist mit 164.500 Euro inklusive der Segel konkurrenzlos. Jedenfalls für einen Multihull der 10 Meter Klasse.